Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, und nicht nur ein Let's Play, sondern ein Let's Play Together mit... Myron! Ja, Myron ist dabei. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich ein bisschen was mit ihm mache. Und jetzt habe ich gedacht, wir machen Terraria. Ich muss mal Myron ein bisschen abschlitzen. Autsch! Dumme Dina. Ich schlitze den Slime auf. Ja, ich habe aus diesem Grund Myron gewählt, weil der kennt sich ein bisschen besser aus als ich mit diesem Terraria. Ich habe zwar im Livestream das mal schon angetestet. Komm, wir hauen mal ein bisschen Holz. Und ich bin da aber kein Pro und brauche da auch noch ein bisschen Hilfe. Weil ich weiß gerade mal, wie man Holz abhackt oder Erde und so. Aber über Items habe ich wirklich noch keinen Plan. Ja, dann geht man irgendein Team auf Escape und dann sind da zwei Schwerter. Ja, das weiß ich noch. Ja. Ich nehme grün. Nee, blau. Ah! Nein, rot! Nein, blau! Ich will blau. Das geht gar nicht. Wieso geht das nicht? Doch, du musst nochmal. Ach so. Die Blauen sind die Schlauen, sagt man doch so. Oh! Das wusste ich gar nicht. Ja, da gibt es so einen Spruch in der Schweiz. Ja, oh. Auf jeden Fall ist das nicht einfach so ein Let's Play, wie ihr sonst von mir kennt, sondern dieses Let's Play Together hat eine kleine Eigenschaft. So, Änderung, wie soll man das sagen? Also. Es ist so, heute auf diesem Kanal und morgen auf meinem. Das heißt also, heute seht ihr das Ganze von meiner Perspektive und morgen von Myrons Seite. Juju. Mhm. Aber das macht ja auch noch eine Playlist. Da könnt ihr es auch bei Mifinas gucken oder bei mir. Genau. Wir machen beide eine Playlist. Mhm. Richtig, also ihr könnt in der Playlist, egal ob jetzt ihr bei Myron guckt oder bei mir guckt, ihr werdet beides genau gleich sehen. Jo. Also das wird super. Ich denke, das kommt gut an, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält und so und so und so natürlich und so weiter und so fort. Ja. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, ja. Mhm. Hey, kann mir nicht alles weg hier, das geht gar nicht. Das ist mein Holz. Ich habe ihn zuerst gesehen, den Baum. Ja, los hier bitte sehr. Geht doch. Na. Ja, auf jeden Fall ist das, wie soll man sagen, also es ist nicht wie Minecraft, obwohl man hier auch Häuschen bauen kann, da bin ich ja der Spezialist, obwohl ich glaube, da wird Myron mir wahrscheinlich noch ein paar Sachen beibringen können. Ja, ja, obwohl ich habe auch schon ein Häuschen gebaut, ja, so. Ja, haben wir ja schon, aber also ich würde sagen, hier machen wir das Häuschen, was meinst du? Warte, ich komme jetzt irgendwo. Hier. Ja, nee, also nach unten oder so. Was meinst du? So. Ja, hier würde das gut aussehen, ne? Weil hier können wir so viel machen gerade. Ja, ich habe mal so eine Welt gemacht, da war ich in einen Berg drin und da waren alles Löcher drin. Da habe ich so ein geiles Haus draus gemacht. Ja. Das würdest du gar nicht wissen, wie geil das aussah. Also ich mache jetzt Folgendes. Ich trage jetzt ein bisschen Erde ab, wenn ich es hinbekomme mit der Hacke. Ja, es klappt. Juhu. Und dann hacken wir einfach eine Runde. Ja, also diese Folge wird so ein bisschen länger, weil es die erste ist. Und sonst würde ich sagen, so im Schnitt 15 bis 20 Minuten. Das kommt immer darauf an, wie wir gerade im Fluss sind, ne? Ob das jetzt Sinn macht, länger zu machen, wenn es gerade spannend ist oder so. Natürlich, ne? Ja, du solltest auch deinen Zuschauern sagen, wann es kommt, ne? Naja, die Zeit haben wir ja noch nicht ausgelotet. Nicht wirklich. Aber ich würde mal sagen, schaut einfach. Wir werden da noch was ausmachen. Es wird auf jeden Fall regelmäßig kommen. Ihr werdet das sehen. Ja, was denn? Hier können wir das Haus doch bauen. Ja, aber ich will nur ein bisschen Erde. Ach so. Oder willst du ohne Erde bauen? Das wird ein bisschen schwierig, ja? Ja. Da hat es auch noch Stein. Also ich sammle das jetzt einfach ein bisschen. Und du kannst ja schon mal überlegen, wo du da loslegst. Also vielleicht eine Werkbank und so. Und ja, erstmal müssen... Nein, das geht ja gerade nicht, weil wir müssen erstmal die Brand machen. Dann geht erst das Innere. Das ist sehr wichtig. Ach so, okay. Ja, und ich dachte, also für die, wo es noch nicht kennen, Myron wird immer mal wieder erklären, was da zu beachten ist, was man machen kann. Ja, weil ich weiß ja auch nicht alles. Und das für die, wo neu sind, wo vielleicht das Spiel noch nie gesehen haben, auch noch ein bisschen Input bekommen. So, ich habe glaub's genug Dreck. Ja, kannst du mir das bitte geben? Oder? Das muss ich wieder Dreck geben. Ja. Ja, ich liebe Dreck. Ich gehe auch jeden Tag einmal raus für eine Stunde und gehe zum Dreck und bade da drinnen. Also weil du, ich Dreck du so doll dich, liebe. Ja, du sollst dich in Dreck. Ja, 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 ich so wie liebe Schweinchen. Dreck. Obwohl, du weißt ja, Schweine sind eigentlich saubere Tiere. Die haben nur keine Möglichkeit meistens darum, ne? Schweine sind nämlich eigentlich saubere Tiere, das wissen die wenigsten. Ja, ich bin einer davon.
So, den Rand habe ich schon mal, aber das muss man noch alles in Holz umwandeln. Das ist ja erstmal noch nicht das Problem. Nö, ich denke nicht. Ich fange erstmal drinnen an, ne? So. Ja, ich hack da noch eine Schicht runter und ein Hammer wäre nicht schlecht. Da könnte ich nämlich schon mal hinten durch alles weghauen. Machst du mir noch einen Hammer, bitte? Jo. Weiß ich auch schon, wo das Zimmer hinkommt. Jo. Also, man kann ja gleich einmal erklären, was eigentlich der Sinn des Spiels ist. Also, wie gesagt, Häuschen bauen ist natürlich nicht das Hauptziel hier, sondern... Bosse besiegen, alle Sachen bekommen, da gibt es so viele Möglichkeiten, was ihr damit machen könnt, um es durchzuspielen. Das könnt ihr alles selber entscheiden, ne? Aber meinen wir, komme ich jetzt zu dir runter? Ja. Hast du das schon geplant? Nee, das muss ich ja noch alles machen, deswegen erstmal den Rand und dann das Innere, weil wenn man das Innere schon hat, kann man dann bestimmen, wo die Tür hinkommt. Ja. Okay, hier ist dein Hammer. Oh, ich kriege einen Hammer. Kann ich dann ein rechtes Holz haben? Ich glaube, das wird nicht reichen, was ich habe. Ja, ich gebe dir mal Holz, noch mal ein bisschen Erdchen und noch ein bisschen Steinchen. So. So, das reicht ja natürlich. Mehr habe ich nicht. Mehr brauche ich auch nicht. So, dann mit dem Hammer kann man nämlich den Hintergrund hier abbauen. Das ist eigentlich gemacht für, dass es, ja, sonst könnte man ja durchschauen, das sieht komisch aus, oder? Aber man macht ja. Aber wir wollen das ja, weil wir wollen ja da hinten eine Mauer ziehen und darum machen wir das eigentlich überhaupt. Ja. So, ich hau das mal weg hier. Seht ihr da, Marin sieht schon die erste Holzwand, sehr schön. Ja, für den Guide, ne, da brauche ich auch schon mal. Ja, also die Häuschen sind eigentlich für mehrere Sachen. Einerseits für uns natürlich, für Bettchen und so. Und andererseits natürlich für diese NPCs, wo einziehen, die sind so Händler. Zum Beispiel gibt es eine Frau, die kann heilen. Oder es gibt so einen Itemhändler, da kann man dann bessere Sachen kaufen, oder? Ist das so richtig? Ja, und zum Beispiel noch ein Waffentyp, der dir Munition verkauft, sobald du eine Knarre gefunden hast. Und ein Mina, wenn du eine Bombe im Inventar hast. Also sehr super Sache. Aber dass wir die natürlich bekommen, müssen wir Wohnungen haben. Und dann sind ja noch Voraussetzungen. Der kommt nicht nur, wenn ihr einfach Wohnung habt, sondern es braucht noch ein bisschen mehr, ne, Maren? Ja, habe ich ja eben gerade gesagt mit den Bomben und so. Du brauchst das und das in dein Inventar, damit die überhaupt einziehen. Oder Kohle. Und, ja, zum Beispiel, wenn die Krankenschwester einziehen soll, die Heilerin, brauchst du mehr Leben als nur 100. Es wird schon dunkel. Willst du da vorne nicht irgendwie eine Klappe oder so machen? Ah ja, das ist schon. Nein, ich baue das hier erstmal zu. Besser arbeiten. So. Und Fackeln werden. Kein Luxus. Da oben hat es einen blauen Slimy. Ich hol den mal kurz. Ah, du hast schon zugemacht. Ist ja nicht schlimm. Ich will nämlich Fackeln. Yeah. Fackeln. Komm her. Ja, also die geben so Schleimzeug und mit dem kann man dann mit Holz und dem oder Fackel machen. So viel habe ich schon kapiert. Ach, kommt jetzt her. Ich liebe mein Schwert. Es ist scheiße. Die killen mich noch. Wow. So. Nur noch ein Leben. Dann prügel dich doch nicht mit denen. Doch, ich habe gerade Bock gehabt. So. Wo habe ich Erde? Guck mal, hier zum Beispiel kommt schon das Kistenlager hin. Das ist schon mal super. Ja, und ich habe jetzt bekommen. Ich glaube, ich kann jetzt sowas bauen, wenn ich Holz hätte. Da gebe ich dir das wahrscheinlich gleich. Moment. Muss ja hochspringen. Wo habe ich das Zeug? Hier, schau. Schleim. Ich gebe dir dafür mal Fackeln. Ja, das ist gut. Fackel! Aber ich baue da mal zuerst weiter ab. Hammerchen. Und dann schlagen wir die Wand weg. Hintergrund. Oder was das auch immer sein soll. Aber ich grab mich mal von oben durch. Das geht gar nicht, hier die ganze Zeit zu springen. Pass auf, da kommt schon wieder ein Hase. Ein Zombie-Hase. Ein gefährlicher Hase. Da habe ich aber Angst vor den Hasi. Ich auch. Die sind böse, weißt du das? Böse Hasis. Wird das noch größer oder ist der Rahmen dann Maximumgröße da? Also, nö, den kann ich noch vergrößern, aber ich gucke mir das erstmal an, ne, so wie ich das. Ah, okay, also nach links nehme ich mal an. Das ist gar nicht so einfach, ohne dass ich da mal alles kaputt mache. Wieso haben wir ja eigentlich kein Licht? Frag ich dich doch, ich hab dir die Fackeln gegeben. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ja, super jetzt. Jetzt lädt er sie noch nach Hause ein. Aua!
So, ich Fackel. Angst. Ja, war ja mal wieder klar für dich. Typisch. So, wo Zombies sind, da bist du weg. Ja, ich bin doch nicht lebensmüde. Du bist der Spezialist beim Sterben, nicht ich? Ja, ich weiß. Also ich versuch's zumindest, wenn's geht. Ne? So, ich versuch da mal raufzukommen. Geht nicht. Okay, nee, dann mach ich da. Wir sind ja erstmal noch hier. Ja. Trotzdem, ich wollte da ein bisschen weitermachen. So, gut, dann kloppe ich nämlich hier weiter. Und ich würde sagen, in dieser Folge kümmern wir uns erstmal darum, dass wir hier eine schöne Behausung haben für uns und für die NPCs. Und in der nächsten Folge gehen wir dann auf Jagd. Neue Waffen, alles neue. Alles, was halt so gebraucht wird. Geht's da nachher weiter? Nehme ich schon mal an, oder? Nach links? Ja. So, wie wir das können wir uns ja noch besprechen, ne? Ja, so, da ist mal weg. Da müsste ich noch ein bisschen wegmachen, aber das heilt, glaube ich, nicht. Da unten könnte ich mal noch wegmachen. So. Lalalala. So. Sehr schön. Dann haben wir da ja schon mal unser Kistenlager. Nee, ist ja noch nicht ganz fertig hier. Ach so. Ja, weil ich muss jedes Mal neu abbauen und dann hinsetzen. Okay, wie du willst. Ich weiß zwar nicht, ob wir so tief runterbauen, aber ich baue das jetzt einfach mal ab hier. Meine ich das untergreift Plättchen ein bisschen länger zum Abbauen als Erde? Ja. Okay. Ah, das dauert und dauert. Ja, ist so. So, komm jetzt, geh weg da. Am besten, ich habe ja keine Erde. Da könnte noch eine Fackel hin, das ist einfach zu dunkel hier. Das geht gar nicht. Ich sehe nichts. So, hey. So. Hier haben wir schon mal das Kistenlager, ne? Schön gut gemacht, ne? Sehr gut, sehr gut. Da komme ich nicht dran. Ah, jetzt habe ich die Fackel hier. Komm her. So. Gut, dann würde ich sagen, hier will ich wegmachen. So. Und hier kommt eine Tür rein. Jetzt kann ich nämlich hier hoch. So. Warum auch immer, aber ich glaube, da müssen wir nachher auch weiter. So. Gut. Habe ich noch eine Fackel? Ich glaube schon. Oder? Ja. Keine Ahnung. Das eine Fackel habe ich noch. Eine habe ich noch. Wenn ich sie hinpalazieren könnte. So, jetzt aber. Gut, dann hauen wir da noch diese Blättchen weg. Weil ich glaube, meinen will hier nachher wieso durch. Bin ich mir sicher. Mhm. Da können wir nämlich nachher loslegen. Aber das wird ja ein Riesenlager, was du da gebastelt hast. Ne? Ja, das ist der Schmied. Es gibt so viele Sachen, womit du was craften kannst. Deswegen muss das Zimmer groß sein. Ah, okay. Na gut, ich habe ja nur mal angespielt. Und wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, was da alles möglich ist. Ja. So. Und da unten, was du jetzt da machst, ist der erste, Bereich oder wie oder was? Ist das nicht ein bisschen eng? Nein, natürlich baue ich hier noch ein bisschen aus. Ach so, ist es ja nicht. Ich dachte schon. Die armen Leute. Kriegen Platzangst. Ja? Ja. Ja nicht. Gerade so. Du, ne? Mit deiner Schwäche. Tja. Kriegen wir Platzangst hier. Hep. Ah, das mit dem Springen, das ist immer so eine Sache, das ist ein bisschen mühsam. Das ist doof. Wenn das mindestens schneller kaputt geht, aber später gibt es ja auch bessere Hammer oder so, nicht? Was ich habe schon ein Ding, damit ich das mit Einschlag wegkriegen könnte. Was, du hast schon sowas? Naja, aber nicht bei dem Charakter. Ach so, dachte ich schon. Na, natürlich nicht. Das wäre ja voll Cheating hier. So am Anfang, weißt du? Da muss man sich halt arbeiten, ist so. Ja. Ja, ich weiß, am Anfang ist ein bisschen unspektakulär hier. Aber die Arbeit muss gemacht werden. Wir kriegen hier noch genug Action. Dafür machen wir jetzt uns wir in Minecraft ein schönes Häuschen. Ja. Man fängt immer klein an. Mist, hier kommt man nicht hoch. Warum? Das ist zu kurze Beine, ich weiß es. Nein, dann habe ich eine bessere Idee. Marin hat sich verrechnet. Ja. Ne? Zwar so. Oder so, ja. So kann man es auch machen. Oh, manche Zombies, die schreien hier draußen aber echt laut, ne? Aber ich traue mich nicht mit diesem blöden Holzschwertchen da raus, töten gehen, ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Noch.
gut, vielleicht mache ich nachher mal einen Versuch. Ne? Ich kann es ja nicht lassen. Und jetzt bauen wir das hier noch weg. Kann ja, wir könnten auch eine Strafe machen, ne, wenn man stirbt. Ja, aber nach einer nicht, weil dann machst du nur noch Strafen. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Aber da können wir ja mal überlegen, was für eine Strafe man machen könnte und was überhaupt so schlimm ist, dass man eine Strafe bekommt. Weil bei Sterben gehört leider dazu. Also, wenn ich bei Minecraft Strafen einführen würde zum Sterben, dann wäre ich ja nur noch am Strafen machen. Ja. Oder? Ja. Das sag ich doch. Aber man könnte so eine Strichliste machen. Nach 5 Tode gibt es irgendeine Bestrafung. Aber was müssen wir uns noch überlegen? Das könnte man vorstellen. Ich denke, dass unsere Abonnenten wieso zählen werden, wie viel wir mal sterben. Also ich wäre froh, wenn ihr uns da so eine Top-Liste machen würdet. Also schreibt einfach immer rein, wenn wir wieder mal gestorben sind. Und dann zählen wir das zusammen. So, ich habe da mal ein bisschen weggemacht. Ah, da hat's ja noch mehr. Ja, und hier geht der Weg so nach oben, ne? Und du das weißt wahrscheinlich nicht, wann es Tag wird, ne? Doch. Genau 3 oder 2 Minuten. Ah, sehr schön. Aber du weißt nicht, wie lange ein Tag und eine Nacht dauert, ne? Doch, 10 Minuten. Hast nachgeguckt? Letztes Mal wusstest du es nicht. Nee, das ist genau, ist immer so in Spielen eben. Naja, das sagt man dann. Gut. Gut, aber 10 Minuten nachts sind gefährlich. Also können lange sein hier, die Terraria. Wenn man nicht unvorbereitet ist. Wenn man unvorbereitet ist, dann schon. Ich bin doch nicht unvorbereitet. Nein, doch. Nein. So, jetzt muss ich hier wieder hoch. Wo habe ich Erde? Hier habe ich Erde. So, das geht nämlich schneller. Da kann ich nämlich hier direkt abbauen. So. Lalalalalalalalala. Jetzt baust du dich da unten. Also kommt da jetzt der zweite Raum nämlich rein. Ja, der zweite Raum. Ist das überhaupt ein Raum, wo ich gerade stehe? Ja, oder ist das ein Durchgang? Doch der vom Guide. Du bist doch gerade bei dem Guide, den Raum. Okay. Ja, frag ja. Ich bin mir ja nicht so sicher. Du hast die Mauer gezogen, richtig? Da kann ich es ja nicht wissen. Dann mache ich so, guck. Dann ist hier ein Durchgang. Ah, okay. Sehr schön. Gut, dann hau ich das mal wieder weg. So. Da kann ich ja gleich auch hier noch wegbauen. So. Lalalalalalalala. Wenn ich hier dann mal Steine habe, passe ich das so an. Kommt denn das da oben auch weg, nehme ich an, ne? Was da? Ja, das hier alles auch. Gut, dann hau ich das mal durch. Guck mal, da ist ein Mädchen als Zombie. Maria, wieso nur? Kannst du mich noch nach deinem Tod noch nerven? Wieso? Tja, so ist es. So. Wie man so schön sagt, ein Mädchen wird man nicht los. Meinst du? Ja. Weiß es nicht. Hast du noch Fackeln? Irgendwie ist es ja dunkel. Yeah. Die Fackelpolizei ist gekommen und hat es hell gemacht hier. Das ist sehr gut. Dann sehe ich nämlich, was ich da mache. So. Klopp ich nämlich das hier noch raus. So. Und dann setzen wir hier nämlich wieder Erdchen rein. So. Sieht nämlich schöner aus. So. Das sieht ja schon mal vielversprechend aus hier. Yeah, yeah. Oh. Kopf angeschlagen. Ja, machst du jetzt unten noch was oder nicht? Oder nicht? Unten, ich bin gerade hier oben dabei. Okay. Dann hau ich das mal weg. Fackel, komm zu mir. So. Und am besten mache ich hier so ein Ding. Kann ich da hoch. Und baue hier weiter. Soll ich nachher noch ein bisschen Holz holen gehen? Also wenn es ja gleich wieder schön wird. Dann musst du Holz holen. Weil ich habe zwar noch 200, aber naja. Ja, aber das geht schnell weg bei diesem Großbauprojekt da für deinen Anfang. Also glaube ich zumindest. Ah. Yeah. So, das kann weg. Gut, dann gehe ich da hoch. Die Beinchen sind nicht so kurz, es funktioniert. So, das ist weg und das noch weg. So, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, gehe ich raus, wenn ich den Ausgang finde. Ah, der gibt's ja noch nicht. Okay. Jupp. Yep. Also... Er hat's durchschaut. Rein technisch gesehen. Praktisch gesehen gibt's schon einen. Ja. Yep. Nämlich hier. Yeah. So. Dann mache ich da nämlich wieder zu, dass er mal seine Ruhe hat. So. Und da gehe ich auf die Jagd. Also... Je nachdem, was mir über den Weg fleucht und kreucht, das nehme ich mit.
Oh, Attacke. Oh, oh, ein Pumpkin, ein Pumpkin. Der will ich. Ja, den musst du auch mitnehmen. So, dann hauen wir hier mal ein bisschen Holz runter, dass wir noch ein bisschen Nachschub haben für Myron. Und da kann er nachher die Wand ziehen. Oder ich ziehe die Wand, je nachdem. Ah, da kommt schon ein Hase. Was bist denn du für ein Hasen? Komm her. Hasen. Geh drauf, geh drauf. Aua, nicht mich angreifen. Du böser Hase. Komm her. Au, au, au. So, der ist weg. So, weiter kloppen hier. Könnt ihr eigentlich was Gutes droppen, die Hasen? Nur Schleim und ein Goldie Pack. Ein Goldie Pack, ich will ein Goldie Pack, ein Goldie Pack, ein Goldie Pack, ein Goldie Pack. Komm her. Hasi. Keine Ahnung, der hat mir was gegeben. Da haben wir ein paar Schleimis. Boah, das sind zu viele hier. Das geht ja gar nicht. Au, 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 au. Bleib mal hier stehen. Upp. Komm her, komm her, komm her, komm her. Du Hase. Das sind viel zu viele gerade. Was geht hier? Komm her. Autsch. Ich muss jetzt einmal nachher was essen. Wenn ich was finden würde. Pilze oder so, wenn ich schlecht. So, Schleime, geh weg. Ich will jetzt endlich Holz abbauen hier und du greifst mich nur an. Komm, komm. Hep. Au. So. Kann ich ja was essen? Ja, ich habe noch irgendwas gehabt. Gut. Mit Haar könnt ihr nämlich, wenn ihr was dabei habt, einfach essen. Also ich habe wahrscheinlich einen Pilz gefunden oder so. Mit Haar kannst du ein Mehl einfach nehmen, nicht essen. Ein Trank kannst du ja schlecht essen, oder? Das tut doch weh. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach mal Haar gedrückt. Ja, aber Trank essen, das tut doch sehr weh, ne? Da hast du doch Blut in den Mund, oder dann? Also ich habe starke Zähne, also ich krieg das hin. Okay, vertraust Biber. Du mir nicht, ne? Ja, bist ja auch so ein Biber. Ja, Hasi, schon wieder ein Hasi. Geh weg. Also mit dem Schwert kommt man einfach noch nicht weit. Da noch ein Schleimi. Komm, Schleimi. Zuerst mich angreifen, dann mich nicht angreifen. Also, du weißt schon. So, ich will jetzt Holz. Und du schon wieder ein Kaninchen. Geh weg. Weg, 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 weg. Schleimi auch. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ah. Einfach zu viele von den Dinger. Das geht ja nicht. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Nicht, dass ich da noch drauf gehe hier. So. Ah, oh, ah, oh. Schweine, geht weg. Also Hasenschweine meine ich. So, so, Holz weiter, weiter. Da vorne hat es noch ein Kürbis und eine Vase oder sowas. Die hole ich natürlich gleich. Da gibt es manchmal auch was Nettes. So, Vorsicht, rüber, rüber. Da könnte ich eigentlich eine Brücke bauen oder so. Oh, Myron, da hat es einen Riesenbaum. No! Doch. Oh nein, hätten wir da unser Haus bauen können. Wir können uns immer noch umentscheiden. Zeig mal her. Ja, also ja, das, möchtest das, du? Das sieht so geil aus hier, schau mal. Ja, ich komm ja. Da oben in den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, das sieht doch geil aus hier. Ja, müssen wir nehmen. Müssen warte wir mal, was machen. Mit Peanuts. Ja. Zeig dir jetzt mal was. Ja, muss ja, mal ja. Mitkommen. Sorry, Leute, Fackel? Aber dafür gibt es ja eine Überlänge-Folge. Ja, warte ja, mal, ja. Warte mal. Hier, komm. Da runter. Was willst du da unten? Da gibt es was ganz Besonderes. Ich komm runter. Cool. Ah, geil. Fackel, warte, ich halt mal die Fackel. Wenn ich sie finde. Wenn ich sie finde. Wieso finde ich sie nicht? So. So, das nehmen wir mal mit hier. Also der Baum ist einfach zu einladend, dass wir hier wohnen. Ja, den müssen wir nehmen. Können wir die Türen mitnehmen? Ja, ich nehme die kurz mit. Da haben wir schon zwei schöne Türen. Die habe ich noch nie gesehen. Und guck mal, was ich noch habe. Warte mal. Achso, es geht hier unten ja nicht. Ah doch, das geht. Guck mal. Warte, ich brauche jetzt mal so ein Loch hin, ne? Das ja, pass mal auf. Ja, ja, ja. Warte, warte. Was ist das? Scheiße, es geht ja nicht. Ich brauche Leaves. Oh nee, warte. Was wählst du darum? Guck doch, was ich hier hingebaut habe, Leaves. Ah, also Erde, der Grünzeug so. Naja, das ist, ich glaube, das ist die Erde, nee. Das ist cool. Gut, da müssen wir uns noch beraten. Also, wie machen wir das jetzt? Wollen wir auf den Baum herauf, oder? Nein, pass auf, wie ich das mache. Ja gut, wir können ja dort ja einfach... Dann alles nein, das ist hin. Eigentlich so leicht, die Lösung, ne, dass du mir das gar nicht glauben willst. Ja, wahrscheinlich nach unten bauen. Mm-mm. Nach viel unten leichter. Dann mach mal. Ich bin gespannt. Warte mal.
Muss hier kurz was abbauen. Ich werde zwischenzeit ein bisschen Holz sammeln gehen. Jetzt brauchen wir wieso wieder mehr. Tja, hätten wir ein bisschen rübergegangen, hätten wir diesen Baum gefunden. Weil wir wollten, haben nämlich uns eigentlich beratschlagt, wenn wir so einen Baum finden, wollen wir das so bauen. Aber... So, jetzt pass mal auf. Wussten das ja vorhin nicht. Ja, ich passe auf. Ich versuch's. Aua! Ich brauche wieder mal ein Medipack. So, jetzt geht's mir schon wieder besser. Weißt du was? Ist in Ordnung, wenn ich ein bisschen erkunden gehe? Ist nicht in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist ja, nicht in ja, Ordnung. Ja. Was denke ich mir denn da? Ist doch nicht in Ordnung. Oh. Ist in Ordnung. Moment, aber bevor ich losziehe, gebe ich dir noch das Holz, wo ich gefunden habe. Nämlich... Wo habe ich es denn jetzt? Ja. Holz. Hier hast du Holz und dann noch ein bisschen... Pumpkin, danke. Pumpkins, genau. Weil ich habe mir überlegt, ich schau mal, ob ich hier irgendwo eine interessante Höhle finde. Dass wir uns vielleicht bald schon mal eine bessere Waffe machen können, weil die geht gar nicht. Die geht nicht. Das ist warte mal, ich grab mich mal von oben durch den Baum. Katastrophe. So, ich habe zwar keinen Plan, was ist, aber ungefähr finde ich das schon. Also ich weiß, dass Eisen sehr gut ist. So, jetzt muss ich da hoch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wie gesagt, ihr habt ja vorhin schon gesehen, wir bauen und wir gehen dann nachher zurück, wenn man da ein bisschen weiter ist. So, weg, da, der weg. Baum ist so riesig. Oben. Das ist Hammer. Gefällt mir. So, jetzt muss ich das da hier wegkriegen. Ah. So, jetzt mir fehlen die Worte. Unbeschreiblich. Gleich sprachlos? Vorsichtig runter hier. Was ist das? Kupfer? Kupfer erst. Okay, nehme ich mal mit. Für irgendwas wird das schon gut sein. Vielleicht auch nicht. Oh, ein rosa-roter Schleimdings. Geh weg. Ah, oh, es ist in den Tod gesprungen. Das finde ich gut. Naja, nee, nicht in den Tod, aber runter. Das ist schon mal gut. So. La 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 la. So, das Pilzchen nehme ich noch mit. So viel Zeit muss da natürlich sein und den Packen auch. Und diese Töpfchen muss ich mal anschauen. So, Einhalt dran. Ja, seht ihr? Hat sich schon gelohnt. So. Habe ich überhaupt Fackeln dabei? Ah, natürlich. Eine Fackel. Da komme ich gar nicht weit. Ah! Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Geh weg, du Schleimi. Komm her. Aua. Geh weg. Weg. Oh, das ist so ein starkes Schleim. Das kommt gar nicht gut. Nicht gut. Ich muss da Fackel hinbauen. Komm, komm. Fackel. So, da haben wir schon mal eine Truhe gefunden. Das ist ja auch schon mal was. Wow, der rosa-rote Schleim ist aber stark. Mist. Und jetzt kommt noch ein Hase. Ist ja klar. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich will an diese Kiste ran. Oh. Kann ich den nicht besiegen? Dieser Baum, der ist so riesig. Wie stark ist denn das Ding? Ich muss alles abbauen. Viel zu stark. Ist ja unglaublich. Au, 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 ich muss was essen oder Trank oder was auch immer das ist. Also Pinky ist sehr stark. So, jetzt machen wir das so. Wir schnappen uns gleich das Zeug hier. Nein, nein. Ich will doch nur das Zeug in der Kiste. So, schnell nehmen. Und dann die Kiste noch mitnehmen. Und ich will diesen Pinky da loswerden. Pinky, geh endlich drauf. Das ist ja unglaublich, wie stark. Nee, 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 nee. Also das rosa-rote Ding ist abnormal stark. Also mit meiner Waffe habe ich ja gar keinen Stich gerade. Blödes Schleimding. So, ich bin fast unten beim Baum. Ey, ich habe schon über 600 Holz. Wegen diesem dummen Baum hier. Komm mal her. Komm gleich. Ich will nur noch die Kiste irgendwie mitnehmen. Boah. Geh weg, Schleimi. Ich bin immer noch an dem Schleimi. Das glaube ich ja fast nicht. So, Truhe habe ich dabei. Jetzt muss ich mich nur irgendwie wieder hier rausputteln. So. Hüpp. Nein. Raus. Raus. Oh. Ich lebe noch. Okay, ich bin auf dem Rückweg.
Oh, da hat sie ja noch ein Ding. Nehme ich mit. So, da müssen wir uns hier irgendwie da durchwuddeln. Genau. Na super, jetzt muss ich mich da noch freischaufeln hier. So. Gut. Und hier muss ich auch noch hoch. Pack ihn mit. Komm, komm. So. Ich bin auf dem Nachhauseweg. Hast du Ropes? Was sind Ropes? Ja, Seile. Muss ich gucken. Ich habe einen Goldfisch gefunden. Der ist aber nicht so goldig, wie ich mir das vorstelle. Ach so. Also ich habe eine Kiste. Und ein Bogen, glaube ich, war das. Was war das? Nee, ein Bumerang aus Holz. Geil. Warte mal. Ich muss mal hier kurz runter. Ich will mal was testen. Muss ich natürlich gleich mal versuchen. Ja, ich habe Ropes. Ja, dann gib mir die gleich. Warte. Aber erst gleich. Ah, ich habe schon Ropes wieder bekommen. Naja, da warte ich kurz oben. Ich muss jetzt diesen Bumerang mal testen. Bumerang. So, wo ist er da? Toll. Hier leuchtet so ein roter Stein. Okay. So, mal versuchen das Ding da. Also ich und Bumerang ist noch nicht so top, aber das Ding ist nicht schlecht. Ich kann es nicht abbauen, diesen roten Stein. Vielleicht brauchst du Spezialwerkzeug. Ja, glaube ich auch. Den kenne nicht mal ich. Ah. Ich als Terraria-Experte. Tja, ist doch kein Experte. Ja. Nee, so. Den habe ich zuvor noch nie gesehen. Wieso bist du so weit unten? Muss ich auch runter? Ich stehe schon. Ich komme ja schon. Ich will aber. Aber dass du das kommst so aber nicht. Ist? Ich komme nicht hoch. Ah. Okay, da gehe ich nicht runter, sonst kommen wir nicht mehr hoch. Ah, ah, ah. Ja, gerade du. Du Jumpmeister. Ja. Sag ich doch. Versuchen wir gar nicht erst. So, das muss weg, dass ich da wieder hochkomme. Man hat da irgendwie zugebaut, dass man da ja nicht mehr weiterkommt. Ja, ja. Und eigentlich könnte man mal hier Fackeln setzen. Das ist ja ein bisschen, ja. So, ich muss da mal noch mal ein bisschen jagen gehen hier. Ich muss auch die Distanz ein bisschen üben da vom Bumerang. Wow. Yeah, yeah. Au. Okay, da bin ich, hallo. Jetzt kannst du mir bitte jetzt die Ropes geben? Ja, könnte ich, wenn ich wollte. Und ich will. Da. Und die Kiste kannst du auch noch nehmen. Man weiß ja nicht, wo du das hinsetzen magst und willst und kannst. Aber hier drin ist ein bisschen dunkel, findest du nicht? Warte. So. Jetzt kommst du ganz nach oben. Ja. Yeah. Oh. Da muss ich aber zuerst mal lernen. So, ja. Das ist super. Ja. Was machst du? Ja, so leck, ich konnte nicht. Also, bisschen hoch. Und wie weit bist du entfernt? Naja, geht ja noch. Okay, ja, ich warte mal kurz auf meinen. Ich gehe dann auf und zu unserem alten Haus und hol die Sachen. Okay, so kann man es auch machen. So, ich gehe noch mal ein bisschen fighten da. Diese Häschen stehen vor die Haustürchen. So, geh mal weg, geh mir weg, 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 weg. Oh. Oh, Sternschnuppen! Nein, meine! Ich bin noch Kagome, nicht Spaß. Ich hol die jetzt einfach mal, du kannst sie immer noch nachholen. Zombie weg da, weg, 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 weg. Zombie weg, 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 weg. Zombie weg, 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 weg. Yeah. Zombie, du musst weg. Ah! Nein, 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 nein. Nicht sterben. Ist zu früh zum Sterben. Lol. Was machst denn du? Eine Sternschnuppe. Scheiße, ich dachte, da ist eine Sternschnuppe auf einen Zombie geknallt und der Zombie hat 1000 Schaden bekommen. Okay. Ja, das ist die Strafe der Sternschnuppe. Na, das sieht so aus. Oh. Zombie, komm her. Ja. Jetzt habe ich aber Angst, dass die auf mich mal fällt. Ja. Ah. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Au, 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 au. Das sind einfach zu viele. Komm hier rein, schnell. Ja, komm, ich komm rein. Hoch da.
tot. Du bist auch zu. Tja, schlau. Ich habe den Knopf nicht gefunden zum Hochspringen. Tja, tja. Ah, Blaubeeren! Dafür habe ich jetzt gleich noch eine Sternschnuppe gefunden. Ist ja auch was. Nein. Siehst du? Marin schafft es doppelt so schnell. Ich wurde ermordet. Ah, ich auch. Diese Sachen unten immer, ey. Oh nee, jetzt kommen noch die Dinger. Oh. Weg da. Runter. Unser Guide backt fest, ne? Wusstest du das? Ja, der backt doch jedes Mal fest. Ich sehe nichts, das ist so total. Ich habe 52 Pumpkins. Oh, das finde ich gar nicht gut. Wieso hast du dazu gemacht? Jetzt bin ich tot. Ja. Lol, was ist das denn? Was war das denn eben? Wir müssen zusammenbleiben. Ja, ich bin noch bei dir. Nee, im Moment noch nicht. So. Bin schneller als du, hast ne? Hast du da schon alles eingesammelt? Okay. Leck, das ist sowas von Scheiße. Ich hasse Leck so sehr. Du auch? Ja. So. Nein! Ich sehe nichts. Das ist der Nachteil, wenn man nichts sieht. Ach, super, Pinguin. Lenkt sie ab. Ich mach das auf. Los, rein! Bin ja schon weg. Mach die auf. Wie kriegen wir den da jetzt weg? Was willst du wegkriegen? Den Zombie. Das ist nicht mein Problem, das machst du. Aua. Look ihn weg. Ich kann nicht, ich häng und sehe nichts. Das ist jetzt schlecht, weil ich sehe nichts. Wir brauchen Fackeln hier, sonst ist es zu dunkel. Dein scheiß Grabstein ist im Weg. So, ich schnapp mir jetzt gleich mal eine Fackel von unserer alten Behausung hier. Und dann sehen wir gleich weiter, ob ich da irgendwie hinkomme zu Marin. Ja. Komm her, Fackel. So. Gut, schnell Fackel. Wo bist du? Ja, so. Gut. Fackelchen an. Dass wir was sehen. Hep. So, gut, dann gehen wir mal los, dass wir was sehen. Und warum haben wir kein Licht gemacht? Dann würden wir was sehen. Das war wirklich schlau von uns. Sehr schlau. Wow. So, da das Auge, da mache ich jetzt gleich mal weg. Noch nicht zu mir! Geh weg! Ich mach das Auge da weg. Weg. Also der Vorteil der Bumerang ist halt schon, dass man da hinkommt, wo man sonst nicht hinkommt, ne? Oho. Ja, jetzt musst du nicht abhauen, du Auge. So. Wunderbar. Ich will rein. Die kommen hier nicht mehr rein. Nein, die kommen da nicht rein. Auf keinen Fall. Die kommen nicht rein. Also unsere Behausung ist nicht wirklich sicher gerade. Ja, wir sind auch in der Nacht gerade und müssen Türen bauen. Tja, aber ich würde sagen, komm mal, wir gehen jetzt kurz in das alte Haus. Und dann würde ich mal sagen, geht's nächstes Mal weiter mit Sterben oder so. Und darum gehen wir hier rein. Und dann würde ich sagen, wir wechseln jetzt sozusagen ja die Aufnahme. Das heißt jetzt nächste Folge bei Marin. Und jo, bis dann würde ich sagen, ne?